Sie wieder eingeschaltet haben, heute bei unserer Neuheit bei Pearl TV, unser Club-Pedelec. Und Carsten erklärt uns mal ein bisschen Details dazu. Ja. Ist was ganz Neues bei uns im Programm. Seit wenigen Tagen erst lieferbar, liebe Zuschauer, und jetzt schon unglaublich nachgefragt. Ich erzähle Ihnen, bevor ich Ihnen etwas über dieses Gerät sage, was von meiner Radtour am letzten Wochenende. Ich habe mir gedacht, komm, schönes Wetter, oh ja, packst du dein Fahrrad raus. Ich habe mir vor einigen Jahren mal ein Mountainbike gekauft, ohne Tretunterstützung. Stinknormales Fahrrad. Und fahre so los und dachte mir schon so nach 2-3 Kilometern, holla, der Gegenwind ist aber stramm. Ja, so. Und ich fahre so diesen Radweg an der Weser entlang. Und mir tropfte so langsam der Schweiß von der Stirn, weil es war echt anstrengend. Und neben mir, rechts und links, fuhren also immer wieder ein paar Herrschaften, auch deutlich älteren Semesters, mit ihren E-Rädern an mir vorbei, als wenn es nichts wäre. Ja, unterhielten sich ganz locker dabei, waren kein bisschen aus der Puste und waren doch deutlich schneller als ich unterwegs. Ich habe auf halber Strecke wieder kehrt gemacht, ja, während die anderen wahrscheinlich schon längst irgendwo in einem Café gesessen haben, um das schöne Wetter zu genießen. Und da habe ich mir gedacht, ich möchte definitiv also auch mal ein sogenanntes E-Rädle haben. Und siehe da, ein paar Tage später kam es zu uns ins Programm und das ist das gute Stück. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Monika, ich finde es fantastisch. Ja, super. Mal von der Optik her, unabhängig sieht von dem, was es kann. Sieht richtig gut aus. Ich bin vorhin hier ans Set gekommen, ich war richtig begeistert. Ja. Echt schön. Das ist ein Fahrrad mit einer sogenannten Tretunterstützung, ein E-Rädel, hat also einen eingebauten Elektronikmotor. Der Akku befindet sich, falls Sie ihn vermisst haben, hier im entsprechenden Gehäuse drin, gibt dem Fahrrad einen fantastischen Schwerpunkt. Und im hinteren Teil finden Sie den Motor, der Sie im Treten unterstützt. Das Rad fährt also nicht selber, sondern Sie müssen treten. Aber das Treten an sich wird Ihnen wesentlich leichter fallen, wenn Sie die Tretunterstützung zuschalten. Was Sie nicht müssen, aber jederzeit tun können. Und das gibt Ihnen sicherlich beim Fahrradfahren ganz einfach mal die Möglichkeit, auch mal eine etwas längere Tour zu machen, ohne dass man gleich Angst haben muss, so wie ich, aus der Puste zu kommen und vielleicht dann doch irgendwie in die Dämmerung oder in die Dunkelheit hineinzufahren. Bis zu 25 Kilometer, wundern Sie sich nicht, wenn es auch mal 30 Kilometer werden, ist mit einer Akkuladung ohne weiteres drin. Wow. Und das ist sicherlich mal interessant, wenn man mal zum Supermarkt fahren möchte, mal zum Friseur oder zu einer Freundin. Aber auch dann mal interessant, wenn man mal mit den Freunden oder vielleicht auch mal mit den Enkelchen ein bisschen unterwegs sein will. Da ist man ganz einfach wieder etwas agiler. Und gerade bei dem schönen Wetter war ich, glaube ich, nicht der Einzige, der ganz einfach Bock drauf hatte, mal wieder rauszugehen und mal mit dem Rad ein paar Meter zu fahren. Ja, jetzt, wo es wärmer wird, ich meine, das ist ja die perfekte Jahreszeit dafür, sich so ein Fahrrad zuzulegen. Ja, genau so ist es. Fantastische Qualität. Shimano kennst du, oder? Sag mir was. Ja? Sehr gut. Ich glaube, selbst wenn man noch nie was mit Fahrrädern zu tun hat, eine Shimano-Gangschaltung hat man schon mal gehört. Ja, das ist ein absoluter Top-Global-Player, der mit die besten Schaltungsgeschichten macht. Eine 6-Gang-Shimano-Schaltung haben wir. Das heißt, hier also ist natürlich auch wieder an Qualität gedacht worden. Wir sehen Sie hier mal sehr schön im hinteren Teil, auch dann, wenn man die Tretunterstützung nicht haben möchte und ganz einfach nur mit reiner Muskelkraft unterwegs ist, kann man auch da von leicht bis etwas schwer, wenn es über längere Strecken geht, die Gangschaltung einstellen. Ich muss es mal eben drehen, weil ich Ihnen natürlich auch mal zeigen möchte, wie das hier mit den Bremsen funktioniert. Sie haben die beiden mechanischen Bremsen hier vorne, liegen super in der Hand und reagieren unglaublich schnell. Und warum tun Sie das? Ganz einfach, weil auch hier wieder an Qualität gedacht wurde. Sie sehen, wir haben also wirklich gut eingekauft. Wir haben vorne und hinten jeweils die beiden Scheibenbremsen mit dran. Also nicht die typischen Bremstrommeln, die gefühlt nach 3 Monaten immer abgefahren waren. Wir haben hier Scheibenbremsen mit drin. Und wenn Sie da jetzt wirklich mal ein bisschen spontaner bremsen müssen, bremsen möchten, wenn es vielleicht auch mal bergab geht oder wenn Ihnen jemand vor die Flinte läuft, können Sie davon ausgehen, dass das Rad mit den Scheibenbremsen richtig gut und schnell verzögert. Warum sage ich Ihnen das? Die Tretunterstützung geht bis zu einer Geschwindigkeit von bis zu 25 Stundenkilometer. Wow. Ja? Also der ist schon ganz schön flott unterwegs. Oh ja. Ich habe es, glaube ich, manchmal auch 5 Stundenkilometer geschafft mit meinem komischen Rädchen da. Also da habe ich dann doch so manch einen dann doch sehr beneidet, der da mit dem Finger in der Nase an mir vorbeigefahren ist und mich etwas mitleidig betrachtet hat. Das Schöne ist, liebe Zuschauer, wir haben hier wirklich an alles gedacht. Es ist schön leicht. Das kommt auch noch mit dazu. Ja, das heißt, wenn Sie mal irgendwo hingehen wollen, wollen es mal einpacken in den Kofferraum zum Beispiel, dann können Sie das ohne weiteres tun. Ich drehe es mal wieder rum. Denn Sie werden Sie wahrscheinlich auch gefragt haben, das passt doch nicht in meinen Kofferraum rein. Doch, das tut es. Das ist ein Klapprad. Und das möchte ich Ihnen ganz gerne mal zeigen, wie einfach das gemacht ist. Damit sich dieser Sicherungssplint nicht bei der Fahrt lösen kann, ist der hier gesichert. Das heißt, den Sicherungssplint ganz einfach hochschieben. Und dann können Sie das Fahrrad ganz einfach hier entriegeln. Und dann wird es einfach zusammengeklappt. Wow. Ja? Werkzeuglos, das heißt, du brauchst keinen Schraubendreher, keinen Schraubenschlüssel oder sonst irgendwas, gar nichts. Wir sehen hier den eingebauten Akku. Ich hatte Ihnen gesagt, das ist beim Fahren wirklich perfekt gemacht, weil der einen super Schwerpunkt liefert. Wiegt insgesamt knapp 2 Kilo.
bietet Ihnen also die Möglichkeit, Gewicht zu sparen. Andere Akkus sind deutlich, deutlich schwerer, hat aber gleichzeitig einen hervorragenden Schwerpunkt und ist natürlich im Gehäuse verbaut, auch geschützt vor neugierigen Blicken und vor flinken Fingern. Denn gerade solche Akkus werden natürlich auch gerne mal geklaut, während Sie gerade im Biergarten mal ein schönes, entspanntes Radler genießen wollen. Sie haben gesehen, wie einfach und wie schnell man das Ganze wieder zusammenklappen kann. Bitte auch die Schnellverschlüsse hier am Sattel und logischerweise auch hier am Lenker, zeige ich Ihnen auch noch mal ganz kurz, kannst du natürlich alles denkbar einfach und schnell einklappen. Das ist der Wahnsinn. Cool gemacht, ne? Ich bin begeistert, auch für den Campingurlaub oder am Wohnmobil. Einfach einklappen und mitnehmen. Und genau da habe ich auch dran gedacht. Ja? In einem kleinen Auto mal eben kurz aus der Stadt raus. Ja. Ja, dann nicht unbedingt durch den Berufsverkehr mit dem Fahrrad, wer das nicht unbedingt machen möchte, sondern lieber zum Waldrand fährt und von dort aus dann die Tour mit dem Fahrrad weiter fortsetzt, kriegt so ein Rädchen ohne weiteres mal eben in den Kofferraum rein, auch zwei Stück nebeneinander, die nehmen also wirklich keinen Platz mehr weg, oder eben in einem Campingmobil, wo zum einen das Gewicht und zum anderen natürlich auch das Platzangebot zählt. Ich find's fantastisch, ja, man kann den Campingwagen ganz einfach stehen lassen, ist natürlich auch ein bisschen aufwendig, das Ganze mal abzukabeln und so weiter, um mit Sack und Pack dann erstmal zum Strand runterzufahren. Lassen Sie das stehen, schließen Sie ab, schmeißen Sie aufs Fahrrad und genießen Sie mal das schöne Wetter, wenn Ihnen der warme Wind um die Nase weht, ist das auf dem Fahrrad dann doch nochmal ein ganz anderes Kaliber. Ja, Sie haben gesehen, wie leicht ich aufgestiegen bin. Ja, natürlich müsste ich mir den Sattel vielleicht noch 2-3 Zentimeter höher setzen, aber ich kann so aufsteigen, ja, so wie ich das normalerweise im Privaten immer mache. Ja. Oder aber, wer das nicht unbedingt möchte oder mit der Hüfte vielleicht so seine Schwierigkeiten hat, kommt doch ganz einfach hier in der Mitte durch. Ja, das ist wie einfach das geht. Zack, zack. Ein weiterer Punkt, der mir an meiner Radtour aufgefallen ist, ist das Popöchen. Ja, lange nicht gefahren und dann sitzt du auf so einem Ding und strampelst und machst und tust. Mhm. Ich möchte gar nicht ins Detail gehen, aber ich hatte meine liebe Not auch den späten Nachmittag noch, als ich längst zu Hause auf dem Sofa gesessen habe. Hier haben wir einen richtig schönen gepolsterten Sattel. Ja, kann man hier mal sehr schön sehen. Der ist also richtig schön gepolstert und gibt natürlich auch entsprechend nach, sowohl im hinteren Teil am Gesäß. Meine Herren, Sie werden das Problem vielleicht auch im vorderen Teil kennen. Auch hier ist das Ganze richtig gut gepolstert, sodass man einen bequemen Sitz hat. Ich finde es fantastisch. Wir haben eine tolle Gangschaltung dran. Der Akku ist spitzenklasse. Ich finde, es sieht hammerklasse aus mit diesen sechs Speichenfelgen hier. Wir schauen mal ganz kurz auf den Preis bei Pearl.de. Gerne. Der ist bei knapp 1.000 Euro und wir bieten Ihnen das heute für 949,99 Euro an. Also Wahnsinn. Da nochmal 50 Euro gespart, liebe Zuschauer. Achtung bitte, das ist natürlich ein Einführungsangebot, das ist klar. Und solange die Stückzahlen reichen, bieten wir es Ihnen gerne noch mit diesem Preisvorteil an. Sollte das irgendwann nicht mehr der Fall sein, müssen auch wir unsere Preise ein bisschen anpassen, ein bisschen anders kalkulieren. Also wenn Sie jetzt tatsächlich nochmal einen richtig günstigen Schnapper machen möchten und dann, wenn es dann richtig schön wird, ohne Gegenwind oder bei angenehmeren Temperaturen jenseits der 3-4 Grad über Null mal unterwegs sein wollen, ist das definitiv etwas, was Sie in der Garage stehen haben wollen. Jetzt haben wir natürlich alles mit dran, das heißt die Reflektoren und so weiter, Straßenverkehrszulassungsordnungskonform. Das war ein Wort, was? Ja, das ist echt schwierig. Das war ein Wort, ja. Also alles mit drin, aber eben auch Beleuchtung. Vorne und hinten, vorne die Beleuchtung wird ganz einfach über den Akku mit Energie versorgt. Im hinteren Teil brauchen Sie zwei kleine Knopfzellen. Die haben wir hier von der Firma Warta. Ich glaube, da muss ich nichts drüber sagen. Kennt jeder, kenne ich noch aus Kindertagen. Da weiß man, man kauft absolute Top-Qualität. Sind fünf Stück drin, zwei Stück brauchen Sie für das Rücklicht hier. Haben Sie noch mal ein bisschen Vorrat mit dabei. Natürlich werde ich mir immer wieder gefragt, wie funktioniert denn das eigentlich mit so einem E-Rädle? Ja, wenn jetzt hier die Tretunterstützung einsetzt. Ich möchte Ihnen das gerne mal zeigen. Sie haben hier vorne so eine Art, nennen wir es mal Bordcomputer. Ja, hätte ich auch gesagt. Hm? Bestehend aus drei Knöpfen. Einschalten, Gang runter oder Gang rauf. Also das kriegt man einigermaßen hin. Ja. Ja, und hier kann man, wenn man hier auf Plus drückt, mal die Gänge hochschalten. Bis zu 25 Stundenkilometer kann man sich dabei unterstützen lassen. Das ist vom Gefühl her vergleichbar, als wenn Ihnen jemand so ein bisschen an die Schulter packt und Ihnen so einen kleinen Schubs und einen kleinen Schub nach vorne gibt. Ja, und das sehr schön gleichmäßig, sehr angenehm. Und man merkt auf einmal, wie man ganz leichtfüßig wie auf Folge 7 hier mit einem Rädchen unterwegs sein kann. Spitzenangebot, gefällt mir richtig gut, unseren Kunden auch. Deswegen nutzen Sie die Gelegenheit, nochmal 50 Euro zu sparen und haben Sie das Fahrrad zu Hause, wenn die Saison richtig losgeht. Viel Spaß dabei.